Was meinst du, dass die ACT-Prüfungen jetzt ungültig sind? Wer ist verantwortlich dafür? Ich muss Tyler Baum sehen. Tyler, sammle die Sachen. Detektive Schmidt will mit dir sprechen. Tyler Baum, du bist wegen des Diebstahls der ACT-Prüfungen verhaftet. Jetzt, als ich gesagt habe, glauben wir, dass du die ACT-Antworten gestohlen hast. Aber ich habe das nicht gemacht. Ich wünschte, ich könnte Ihnen glauben, was Ihr Alibi angeht. Aber Ihre Eltern arbeiten für die ACT Inc. Deshalb haben Sie die Antworten. Ich weiß, dass ich gelogen habe, was ich gesagt habe. Sagt mir, was hast du in dem Moment gemacht, als die Antworten des ACT gestohlen wurden? Ich bin laktosintolerant und wissen Sie... Wenn du es nicht warst, dann wer hat es gemacht? Du musst der Schuldige bis morgen finden. Die Uhr tickt. Wie hattest du das machen können? Wie hatte ich was machen können? Wie hattest du die Antwortenprüfung stehlen und weitergeben können? Ich hatte eine fast-perfekte Punktzahl und jetzt ist es ungültig. Ich muss die Prüfung wiederholen und ich kann diese Punktzahl nicht wiederbekommen. Hey! Bitte, bitte, bitte! Achtung! Wir sind alle okay, aber du kannst kein ein Verbrechen begehen. Ich kenne dich und ich weiß, du hattest es nicht machen können. Mach es wieder gut. Ich werde dich nicht immer hier schützen. Du musst dir keine Sorgen machen. Alles wird gut sein. Es muss gut sein. Das war deine Idee. Du musst mir vertrauen. Anders. Herr Baum, es ist wunderbar, dich anzusehen. Bitte setz dich. Tyler, wie du weißt, werden die ernsten Vorwürfe gemacht. Was? Ich weiß, du hast es nicht getan. Ich glaube dir und ich möchte dir helfen, es herauszufinden. Okay. Es stimmt nicht. Direktor Vandenberg sagt, dass die Person, die die Paper genommen hat, war in die Schule. Aber ich habe die Papiere von meinen Eltern nicht genommen. Ace, bist du bereit für die ultimative Videospielspitzung? Du weißt es. Sie müssen sehr angestrengt sein. Du weißt, mit den ACT-Prüfungen im zweiten Tag. Bringst du immer Arbeit zu Hause? Was? Du weißt, Fragen, Antworten und etwas. Ich weiß nicht. Warum? Einfach nur neugierig. Ich bin bald zurück. Okay. Wiedersehen. Oh, ich bin sehr dumm. Ich hätte aufpassen sollen. Wie hättet sie es können? Oh, schade. Ich weiß, was du getan hast. Was? Wie meinst du? Mach kein Theater. Ich weiß, dass du die ACT-Antworten gestohlen hast, als du bei mir zu Hause warst. Direktor Vandenberg, was machen Sie hier?
Tut mir leid, Tyler. Ich wollte das nicht tun. Was willst du machen? Wir werden ein Problem lösen. Es war besser so.